451, 452, 453, 454, 455, 456, ja! Oh, der Nagel ist gesplittert. Vollige Languste, das sieht furchtbar aus. Hallo? Lieselolle, ja, es ist aber ein Notfall. Nein, ich hab nicht drauf rumgekackt. Oh, können Sie mich nicht reinschieben? Jetzt sofort eine Maniküre mitten am Tag? Aber was ist, wenn mich die Angestellten sehen? Natürlich will ich, dass meine Nägel perfekt aussehen. Bin sofort da. Oh, Sir. Oh, wo geht's denn hin? Das ist ein Geheimnis. Sie haben ein Geheimnis? Jedermann hat ein Geheimnis, Minjun. Und meins dauert 15 Minuten. Sie haben ein Geheimnis? Jedermann hat ein Geheimnis, Minjun. Ei, ei, Sir. Und wer ist der Chef hier, wenn Sie weg sind? Jedenfalls Thaddeus. Kenn ich. Zu moppelig. Okay, okay, du darfst Chef sein. Wow. Du darfst Chef sein, aber nur für die nächsten 15 Minuten. Ich bin Chef. Nur kurz, warum nicht? Geht's dir gut, Minjun? Ich werde Sie enttäuschen, Sir. Das hoffe ich doch sehr. Ich bin in 15 Minuten wieder da. So, jetzt ist Schluss mit Schlunsch. Ich würde vorschlagen, wir arbeiten richtig hart, bis Mr. Krabs wieder zurück ist. Krabs ist weg? Yep, und das heißt, ich bin Chef hier für die nächsten 15 Minuten. Krabs ist weg? Yep. Wahaha, wahaha. Mit hier weißt du, wie es aussieht, bin ich eine große Nummer hier. Ich schätze, deshalb macht Krabs mich auch zum... Fash. Fash. Weck mich, wenn's mich interessiert. Interessiert's dich jetzt? Hier geht alles seinen gewohnten Gang, Leute. Genießt in Ruhe eure Krabbenburger. Der zwischenzeitliche Oberchef hier hat alles im Griff. Thaddeus. 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 Thaddeus? Was ist? Na ja, ich bin doch jetzt Chef und... Und dann unterbrichst du mein tägliches, im Dienstplan festgelegtes große Krabbenickerchen? Im Dienstplan festgelegt? Quasi in Stein gehauen. Und Mr. Krabs hat diese heilige Handlung auch noch niemals unterbrochen. Echt jetzt? Aber du als zwischenzeitlicher Chef... Hast doch sicher deine Gründe dafür. Naja, ich glaub, Ja, ich höre. Gar nichts. Mach weiter. Seeteufel auch, hier gibt's ja eine Menge verfahrenstechnischer Details, von denen ich gar nichts weiß. Bestellung ist fertig, Kollege. Weißt du, da lasse ich dir doch gerne den Vortritt. Meine Serien laufen. Ich würde wirklich gern auch servieren, aber ich muss die Burger doch braten. Dann mach's anschließend. Und dann den Abfluss reinigen.
Ich verrate dir jetzt mal ein kleines Geheimnis. Was für ein Geheimnis denn? Siehst du diesen Typen da drüben? Ja. Der möchte gerne Burgerbrater werden und sein größter Held bist du. Wirklich? Ich? Wie wär's? Gib ihm doch einfach ein paar Tipps und Hinweise. Lass ihn selbst einen Burger braten. Und akzeptiere es nicht, wenn er ablehnt. Er ist nur schüchtern. Das wird lustig. Hey, Kumpel. Ja, ich bin's. SpongeBob. Burgerbrater der Extraklasse. Hallo. Ich kenne dein Geheimnis. Wer hat dir das erzählt? Der freundliche Kassierer von nebenan. Mir nach. Ja, ist okay, Mann, wenn du meinst. Vollidiot. Du hättest sicher nicht gedacht, dass du heute noch hier landest. Am wichtigsten ist das hier, mein heißer Grill. Hier entfaltet sich der Zauber des Kurzgebratenen. Und hier siehst du das Werkzeug dafür, den Pfannenwender. Und damit brätst du jetzt mal ein paar Burger. Na dann, viel Glück, du Wunderkind. SpongeBob kauft einem wirklich alles ab. Bestellung Nummer 12.